So, da sind wir wieder. Kleine Planänderung. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir offensichtlich alles für den Heli haben. Machen wir die Räume mal zu hier. Kommt da gleich wieder einer. Ich brauche einen Man-Tracker hier, Mann. Könnte ich wenigstens mal irgendwas tracken. Aber die hier muss doch irgendwo hier. Check in it. War hier oben nicht noch so ein extra Raum? Ich weiß nicht, wo was hin muss. Das ist das Schwierigste hier irgendwie. Ich komme hier niemals raus. Aus diesem... Was ist das denn hier? LOL. Was bringt das denn jetzt? Was ist das? Warum können wir das schieben? Und wohin müssen wir das schieben? Boah, da kommt gleich einer, Mann. Das waren irgendwie Gasflaschen oder so sind das. Ach, muss ich das da vorschieben? Dann kann ich da hoch oder so? Oder an die Seite vielleicht? Ich hab da irgendwas... Irgendwas habe ich da gehört. Vielleicht hier an die Seite. Ich kann da gar nicht drauf. Okay, dann bringt mir das echt wenig. Ich dachte, dass ich da vielleicht irgendwie drauf komme und dann da oben oder so. Ach, da! Oh, nice. Aber die Batterien... Ach, da muss ich die Batterien dran setzen. Lol, wir haben so viel geschafft. Wir haben jetzt so viel geschafft. Wenn ich jetzt einfach wüsste, welches Panel der meint und wie ich das fixen kann. Das wäre so geil. Aber erstmal muss ich weg hier. Und die Frage ist, womit fixe ich das Panel? Da brauche ich doch Panel-Fixer-Werkzeug. Oder so. Oh Mann. Ja, wir sind so kurz davor. Ich möchte jetzt echt nicht abkacken. Alter. Die Wand hat mich erschrocken. Oh, hier dürfen wir nicht lang. Hier ist gefährlich. Okay, warte mal. Lass uns doch mal wieder zurück. Was bringt jetzt eh nichts hier rumzulaufen, wenn der ganze Zeit da rumlungert, der Halunke. Oh, Mann, diese Musik ist so stressig. Dann würde ich eher vorschlagen, dass wir vielleicht wieder zu Deck 7 gehen. Oh nein, nicht hier schon wieder. Oh, wie komme ich denn hoch? Fuck. Ich würde sonst wieder zu Deck 7 gehen und da einfach mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas finden, um den Screen zu reparieren. Welchen Screen, das können wir dann ja nochmal gucken. Entweder im U-Boot oder der da oben bei dem, wo wir die Fuse reingesetzt haben. Das denke ich mal eher. Oh, Main. Aber wo ist die scheiß Treppe hier, Mann? Treppenhaus? Ah, wo ist das Treppenhaus? Ah, endlich. So, jetzt ganz vorsichtig. Nicht, dass wir einem in die Arme laufen. So, Deck 6 haben wir durch. Wir haben so viele Decks schon durch.
Wir haben richtig Arbeit hier reingesteckt. Warte mal, Deck 7 haben wir da auch. Oder sieht das gerade noch so identisch aus? Und nicht, dass hier gleich wieder so eine Scheiße spawnt, Mann. Hier haben wir auch alles durch, ne? Ist hier noch so ein Smashable? Hier haben wir, Deck 8 haben wir alles durch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann es nur noch Deck 7 sein? Aber was soll denn hier draußen noch rumliegen, großartig? Außer irgendwelche Gestalten, die einfach random spawnen. Hier ist gar nichts mehr, Alter. Hier ist nichts. Und da kommst du halt nicht rein, ne? Nein, ich bin gar nicht hier. Was? Okay, raus, 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 raus. Das macht keinen Sinn hier. Wir haben alles durchgeguckt. Alter, wo könnte denn noch was sein? Oh, wir waren überall. Also echt. Womit kann man einen Bildschirm reparieren? Fix broken panel. Oder ist mit Panel nicht? Panel ist doch Bildschirm, oder? Oder vertute ich mich da gerade? Ich hab Bumm gehört. Ich vermisse meinen Nachdenkschrank. Für den habe ich nur leider gerade keine Zeit. Irgendwie das Gefühl, je öfter wir hier sind, desto aggressiver werden die. Ich hau mal die Kanister hier hin. Die brauchen wir doch eh nicht. So, und wenn wir die brauchen, dann brauchen wir die hier. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht per Hand fixen können. Vielleicht brauchen wir da gar kein Item für. Ich habe halt nur halt gar keine Zeit gehabt, weil dieser stressige Typ da war. So, Fix Panel. So. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz, was. Also das kann ja nur das hier sein, oder? Submersible Con Station. Let's stop me. I might be able to get the thing where I need to put it back together first. Fix broken panel. Fix broken panel. Wie? Ich hab echt keine Ahnung. Ich denke, das ist damit gemeint, oder? Oder ist allgemein das ganze Ding hier mit gemeint? Aber läuft doch schon der Strom. Also der Strom läuft zumindest. So, ist das hier? Keine Ahnung. Was ist das hier? Auch keine Ahnung. Das hier ist nur irgendein Shit. Boah, ich wette, wir sind so kurz vorm Ziel und sehen es einfach nicht. Das könnte ich mir wohl durchaus vorstellen. Das ist auf jeden Fall das Control Panel und das können wir. Das leuchtet auch rot. Wahrscheinlich, weil es auch deaktiviert ist jetzt. So, die Kabel stecken alle drin. Oh nein, er kommt wieder. Er kommt wieder.
kann jetzt auch nicht die Glowsticks aus der Hand nehmen. Speichern kann man vermutlich auch nicht, ne? Ach, da unten steht er, okay. Kommt er auch? Ich hab keinen Bock abzuhauen eigentlich. Okay, er kommt hoch. Ach, das ist doch ein Bastard. Aber vielleicht brauchen wir irgendwie ein elektronisches Reparaturset. Keine Ahnung. Ansonsten würde ich, glaube ich, einmal ganz kurz nachgucken, jetzt sofort. Dann werde ich für das, für YouTube, werde ich das ganz kurz wegschneiden. Dann werde ich in der Zeit einfach mal nachschauen, wie man dieses blöde Panel fixt. Und auf YouTube würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, weil jetzt die ganze Zeit rumsuchen, das will keiner von uns. Also bis dann. Gut, da sind wir wieder. Mit neuen Informationen, hoffentlich werden sie uns helfen. Denn ich weiß jetzt, wo das Panel zu finden ist. Auf der linken Seite des U-Boots tatsächlich. Kann die Musik auch mal aufhören? Danke. Und wir brauchen ein Schweißergerät, um das zu fixen. Das Schweißergerät ist zu finden auf Deck 1 bis 4 oder im Maschinenraum. Wo wir natürlich schon waren. Okay, deswegen werden wir jetzt nochmal Deck 1 bis 4 durchsuchen. Und wenn wir den Maschinenraum finden, dann natürlich auch den Maschinenraum. So, wir sind auf 5 übrigens. Okay, wir können das schaffen. Ein fucking Schweißergerät. Könnte in solchen Räumen hier zu finden sein. Ich hatte das irgendwann schon mal. So ungefähr, wie das aussieht. Okay, hier liegt es auf jeden Fall nicht. Dieses dumme Schweißergerät. Ist da ein Flackern oder? Kommt mir das so vor? Blöd wäre natürlich, wenn von da einer kommt, von der anderen Seite auch. Los dem so in die Arme. Oh man. Ich hasse es hier zu sein, ihr wisst es ganz genau. Aber wir suchen ein Schweißerkit, welches übrigens nicht in geschlossenen Räumen zu finden ist. Habe ich auch gelesen. Da muss er erstmal drauf kommen, ne? Wäre ich so nie drauf gekommen. Hier liegt alles, aber kein Schweißer geht. Oh nein, das ist ein Radio. Ich habe mich schon gefreut. Boah, wo ist dieses Schweißer-Kit, Mann? Schweißer-Kit. Okay, du bist ganz ruhig.
Und wir finden das Schweißerkit. Hier in den Kisten irgendwo. Bei den Masken. Nirgendwo ist hier ein Schweißerkit. Boah, wir machen voll die Sounds hier. Wir machen voll Welle. Oh Mann. Es kann ja so schwer sein, ein blödes Schweißerkit zu finden. Aber es flackert wieder. Verzieh ich mal in die Richtung. Sind wir überhaupt gerade? Deck 2. Ich würde gerne mal im Maschinenraum nochmal nachgucken. Aber den finde ich nie wieder. Der war auf Deck 3, glaube ich, irgendwo erreichbar, ne? So, hier vielleicht. Haben wir was übersehen? So ein Wielding-Kit. Schon mal schön und gut zu wissen, was man sucht, ne? Aber das zu finden ist die Kunst. Und dabei nicht zu sterben, erst recht. Ich sehe eine Taschenlampe. Ne, kein Wielding Kit hier. Kein Schweißgerät. Was leuchtet denn da so rot? Ach, das ist ein blöder Feuerlöscher. Den braucht doch kein Mensch. Haben wir noch nicht? Wielding Kit? Oh, kein Wielding Kit. Also Schubladen werden eh viel zu klein dafür. Da sind immer nur diese blöden grünen Leuchtstäbe, vor denen ich schon viel zu viele habe. Kein Wielding Kit. Verdammt. Da finden wir mal noch einen verschlossenen Raum, was ich niemals gedacht hätte. Und da ist da echt nichts drin. Anbei versuche ich natürlich den Maschinenraum zu finden. Hier haben wir schon geguckt, ne? Hier haben wir gerade eben geguckt. Ist die auch noch zu? Die auch noch, lol. Ach, nice. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Wielding Kit. Also wenn hier schon sowas krasses ist, weiß ich nicht, ob auf der Etage noch mehr krasses Zeug ist. Wir haben ja scheinbar viel übersehen. Ist hier ein Wielding Kit drin? Oh nein, ich wollte kein Smashable. Oh nein. Ah. Wow. Alter, ich sag, wir können gleich alles auf einmal machen, ey. Heli fliegen. Alexa, stopp. Boah, ist die bekloppt. Die regiert ja auf alles. Okay, kein Wielding Kit. Ganz sicher nicht. Die ist sowieso nicht, das ist nicht zum Verstecken. Hui, okay. Krass, wie viele Räume. Da denkt man, da hat man schon alles, ne? Ich mach trotzdem die Dinger auf. Nur um sicher zu gehen. Es gibt hier kein Schweißergerät, Alter. Wir können auch die Fuel Pump finden. Das wäre auch eine Alternative. Warte mal.
Auf YouTube nochmal einen Schnitt. Ich guck nochmal, wie man die Fuel Pump findet. Nebenbei nur, ne? Weiß Bescheid. So, da sind wir wieder. Kleine Planänderung. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir offensichtlich alles für den Heli haben. Jetzt müssen wir nur zum Heli. Aber das ist sehr kompliziert, den Heli wirklich zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, wir kommen zum Heli. Oh Gott. Wie kommen wir denn hier raus? Ach, nice. Deck 4, Deck 5. So, und schnell zum Heli. So, das ist sehr kompliziert. Man muss verschiedene Dinge hier tun. Dafür brauche ich die Bolt Cutters. So, erstmal muss ich den... Die Schlüssel habe ich reingesetzt. Dann muss ich die Dinger hier öffnen. So, warum genau ich die öffnen muss, weiß ich gerade nicht genau. Ich lese dabei den Walkthrough nebenbei nur. Ich hoffe, es ist kein Problem. Schneiden Sie die Kette mit den Bolzenschneidern in die Lagerbehälter. Öffnen Sie jeden einzelnen und prüfen Sie es, bevor Sie mit dem nächsten vorfahren, da Sie nur den Tank mit den Betankungsgeräten öffnen müssen. Es gibt nie etwas anderes in den anderen. Was? Use the bolt cutters to cut the chains on the storage containers. Open each one and check inside it before moving to the next, as you only need to open the one containing the refueling equipment. There's never anything else inside the others. Okay, wir brauchen... Die Fuel Pump ist wahrscheinlich hier drin. Oder irgendwie sowas. Ist das das? Ich weiß es nicht. Ich krieg's gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob es das ist. Keine Ahnung. Das könnte es sein. Okay, nice. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich... Da müssen wir jetzt wahrscheinlich das Ding reinstecken. Ich bleibe aber bei dem Walkthrough. Interagieren Sie mit dem Griff des Betankungsgeräts hinter... Okay, das habe ich gemacht. Das Betankungsgerät ist da. Interagieren Sie mit der Düse der Gaspumpe, Hubschrauber, ziehen Sie es an die Öffnung. Okay. Ach, da. Hä? Ist gar nicht so leicht. Ach, da muss es dran. Okay, wir haben das geschafft, alter Schwede. So, und wir brauchen übrigens zwei Kanister, habe ich jetzt festgestellt. Das ist das Interessante daran. So, mein Greenscreen fängt an zu flackern, weil es wieder hell wird. Use both gasoline canisters on the other hole on the opposite side of the refueling equipment. When you have successfully filled in enough fuel, the cap will shut automatically and the journal will update it. Das heißt, an dieser Maschine müssen wir zwei Gasoline-Kanister... Benzinbehälter. Gegenüberliegende Tankanlage. Wo ist denn der zweite? So, wo denn? Hier? Okay, und ich habe irgendwie gelesen, der Tankvorgang dauert 2 Minuten. Aktivieren die Betankungsanlage, den Griff, Tankuhr. 2 Minuten dauert das und das Monster wird dann wahrscheinlich zu uns kommen. Aber der darf da nicht hingehen. Wir müssen den irgendwie ablenken. Vielleicht mit dem Smashable hier. So, wie aktivieren wir das denn überhaupt? Hier. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Verwenden Sie den Bolzenschneider an den 4 Kabeln, um den Helikopter zu schneiden. Okay, wir müssen die Bolzendings erst machen. Können wir das vorher nicht betanken? Was? Wir müssen erst... Okay, warum auch immer wir erst den Heli befreien müssen. Boah, das war so mega laut, Alter.
Kacke. Das dauert jetzt 2 Minuten. Ich versuche die Monster irgendwo wegzulocken. Am besten irgendwie... irgendwie ganz weit weg. Da so. So, viel Spaß da. Ich glaube, die versuchen das zu zerstören. Im Notfall müssen wir die weglocken, glaube ich. Ganz kurz Pause. Alter, das sind die schlimmsten 2 Minuten meines Lebens. Aktivieren Sie die Activate the fueling equipment by interacting with the handle above the fuel gauge. The refueling will take approximately 2 minutes, during which you cannot let the monster near the refueling equipment unless it's chasing you. If you do, it will destroy it permanently. Your journal will be updated when process is completed. And the helicopter will start up. Interact with the inter... okay. Wir müssen jetzt das Monster fernhalten. Zwei Minuten, Alter. Ich war noch nicht so gestresst. Oh, warte mal. Mein Handy wieder. Ist wieder inaktiv geworden. Ist das purer Stress oder ist das geil? Boah, wir haben so lange keine Monstrositäten gesehen. Bitte jetzt einfach 2 Minuten lang nicht. Er ist gestartet, wir können rein. Wir haben es geschafft! Got to it! Errungenschaft freigeschaltet. Alter, I. So, als ob da eine 4 stand. Also das Ende war schon ein bisschen billig. Oh mein Gott. Wow, fuck my life, wir haben es geschafft. Alter, geile Musik, hört ihr die? Ist mein Lieblingssong. Alter. Yo, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich hätte nie in meinem ganzen Leben überhaupt gedacht, dass wir das schaffen könnten. Alter Schwede. Wie gesagt, die Mucke ist echt geil. Vielleicht füge ich hier nachträglich was ein, keine Ahnung. Alter, 103 Puls. Da geht der Puls erst hoch. Erst jetzt, weil wir es geschafft haben. Oh mein Gott. Okay, das war aber nicht lange. Das Ende war ein bisschen billig mit diesen Bildern. Nice. Boah, da gibt's. Also 3 Wege haben wir gefunden. Ohne Hilfe hätte ich das nie geschafft mit dem Heli. Boah. Und hätten wir dieses Wielding-Kit gefunden, hätten wir auch das U-Boot benutzen können. Also wir haben alles gefunden. Wir haben das ganze scheiß Containerschiff auseinandergenommen einfach. Das sieht einfach aus, als ob das so ein Ladescreen vom Spiel ist. Aber das, das ist mein Puls, der gerade nicht vorhanden ist. Alter Schwede, geil. Passiert da noch was? Ne, ich glaube nicht, ne? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Monstrum durchgespielt. Oh mein Gott, ich kenne die Folgen von Gronkh, wo er wirklich stundenlang durch dieses blöde Dings rennt. Und es sau schwer ist, dieses Spiel überhaupt durchzuspielen. Was ist das denn hier? Collectibles. Was steht denn hier drin?
Stehen da irgendwas Interessantes? Ah, die ganzen Notizen, die wir überhaupt nicht gelesen haben. Weil ich viel zu gestresst war. Aber scheinbar ging es da um irgendwelche Laborexperimente. Wie immer. Credits. Oh nein, ich habe mir die Credits. Bitte nicht. Bitte nicht. Das finde ich so viel besser. Gut, ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Kurzprojekt. Ich weiß gar nicht jetzt, wie lange das lief. Das war jetzt ein bisschen im Livestream und meine Facecam hier, die verabschiedet sich schon ein bisschen, weil es gerade hell wird. Wie gesagt, das war jetzt im 24-Stunden-Livestream. Wir haben ja jetzt 7:45 und streamen sind wir gerade bei 17 Stunden 48 Minuten. So, ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal in einem anderen Video. Und falls ich jetzt in diesem Projekt ein bisschen down war, bitte dabei betrachten, dass ich jetzt aktuell schon 18 Stunden am Stück streame. Das ist, das wäre, glaube ich, ganz gut im Hinterkopf zu behalten. Gut, ich verabschiede mich, wie gesagt, nochmal. Und wenn ihr mehr dieser kurzen Horror-Games sehen wollt, gerne Bescheid geben. Monstrum ist ein ganz nettes Spiel eigentlich. Kann man im Stream zwischendurch mal spielen. Es ist sehr stressig. Es ist sehr stressig. Aber ich wollte es auch als YouTube-Projekt haben, habe ich am Stream erwähnt. Okay, ich erzähle zu viel. Haut rein, ciao und V und bis dann, ciao.